Hallo und willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Heute wollen wir die Fast Queen zusammenbekommen, um zum Dekobomb zu kommen. Also dann. Dann mal das Rad hochnehmen und dagegen werfen. Das gibt 2 Rubine. Zack, zack. Was hast du zu sagen? Dieser großmäulige Milo. Ich muss für ihn das Unkraut vor Salias Haus entfernen. Er hat Sali erzählt, dass er das für sie erledigen würde und du musst ich es tun. Sali und du, ihr seid doch gute Freunde. Hilfst du mir bei meiner Arbeit? Du darfst doch alles behalten, was du findest. Ja, ich hab's schon gemacht. Wenn du mal gucken würdest, eben mal da hoch. Ich glaube, auf dem Dach sind nur Herzen. Gehen wir mal darüber. Wenn kann man gerade misspielen würde. Ja, wen kann man misspielen würde, habe ich gesagt. So ist doch gleich viel angenehmer. Du hast einen beschwersten Weg hinter dir ins Grabsunde gefallen. Du scheinst ein Valhall zu sein. Sieh doch nur, ist die Aussicht nicht wunderschön? Wechsle den Blickwinkel mit Ding und nutze Ding, um die Sicht zu genießen. Hier ist mir untergefallen. Noch 4 Rubine. Dann gib mir in das Haus, dann ist das Haus der Zwillinge. Hallo ihr beiden. Ich hatte einfach das Rubin, wir sagten, also wir benutzen Pfirsich. Und hier ist eine Zwillinge. Meine Schwester hat einige Rubine genommen und ist zum Kokierladen gegangen, um dort einzukaufen. Apropos Rubine, je größer deine Börse ist, desto mehr Rubine kannst du tragen. Ja, momentan können wir nur 99 tragen und bekommen später noch eine größere Börse. Und drüber. Und drüber. Haben die gleich sogar noch 5 Rubine bekommen. Ey, bin mir 5 und 6, haust du mir herauf. Mit Tets haust du mich an und mit A kannst du mit mir reden. Hallihallo. Gut gemacht. Dies war mit Hilfe deiner Fee möglich. Wie schön, dass du auch endlich eine ständige Begleiterin hast. Ich werde dich lehren, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Flieg deine Fee zu einem Objekt oder einer Person, drücke Z, um dorthin zu schauen. Drück zu Z und dann A. Kannst du mit weit entfernten Personen sprechen. Wenn du kein Ziel erfasst, kannst du Set nutzen, um geradeaus zu schauen. Gab keinen kurzen Leck. Versuche es. Ja, das wissen wir also und hab's auch alles schon gemacht. Im Trennladen. Was hast du zu sagen? Manche Dinge in diesem Laden findest du auch im Wald. Den Dirkus hält jedoch nicht. Die musst du kaufen. Weißt du, wie man den Deko-Seld richtig einsetzt? Hast den Seld erhalten, drücke Start, um ihn zu dem Menü zu gelangen. Gibt es zum Ausrüstmenü und hier wählst du mit dem Cursor den Seld, mit dem du es ausrüsten willst und drückst A, um deine Wahl zu bestätigen. Der Text ist ein bisschen langsam. Ist das Seld gewählt, kannst du ihn mit R einsetzen und mit Ding seine Winkel verändern. Kauf mir mal. Ist mir zu klein für Ladentheke. Und kaufen. Der Deko Seal. Geh ins Ausrüstungsmenü und nur mit R auszuwählen. Drücke R, um Angriffe abzuwehren. Drückst R und bewegst Ding, fängst du den Seal. Na, das müsste ich mir kaufen. Ich habe auch kaum Geld. Die letzten nehmen aber, glaube ich, an der Aufnahme.
müssen ausrüsten, noch nicht bei sein. So, jetzt können wir ein Zelt benutzen. Hurra! Und das auch Mio an die Stores. Die ist also da. Bevor du die geworden darfst, muss ich zunächst mit einem Schwert und einem Zelt ausrüsten. Ich sag's doch, hast du keine Augen im Kopf oder. Hey, was ist das? Du besitzt ein Deko-Schild und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert. Und glaubt es, ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deko, wie dem auch sei. Ein weißes Ding bleibt immer ein Weichling. Ein Arschloch war immer ein Arschloch wie du. Ich werde es niemals als einen Ursan akzeptieren. Ist mir doch egal. Wie nur kann es sein, dass es und auch der Deko-Baum so viel Vertrauen zu dir haben. Krummel, Krummel, kann dir egal sein, weil Deko-Baum ist ein Boss. Und auf deinen Boss hörst du, damit das Fleiß. Also, auf so einen Deko-Baum. Tot. Der Deko ist da. Im Gegensatzmenü kannst du ihn auf Ding, Ding oder Ding platzieren. Nutze ihn mit C. Wenn du A drückst, kannst du ihn wieder wegpacken. Du kannst höchstens 10 Dekos selber tragen. Also setze sie mit Bedacht ein. Mädchen machen, besser machen. Kann man aber auch ganz erhöhen. Das ist halt toll Deko-Baum. Deko-Baum, ich bin zurückgekehrt. Oh Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Firma 556. Hör nun die Worte, die ich zu der Deko-Baum zu dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für Swulus und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die ihnen als Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die aus der Welt von Albträumen geplagt. Dies auch dir widerfahren. 5456, nun ist die Zeit gekommen, das Geld dein Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu pressen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Nö, kein Bock. Womöglich fehlt dir das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten. Hier in Kukir war zurück und übe deine Kampfkunst. Fühlst du, dass deine Zeit gekommen ist? Tritt mir erneut gegenüber und drücke Set. Ich fühle bloß, dass mein Zeit gekommen ist, also komm her, Deko-Baum. Das ist fast ein bisschen schlimm. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu pressen, das weiß also schon. Hast du Mut, die Prüfung auf dich zu nehmen? Ja, diesmal ja. Mach das Ding auf. So sah es, tritt ein tapfer Wimmer 456 und auch du, Navi. Navi, alte Fee, unterstütze Wimmer 456. Und du, Wimmer 556, höre mit den Navis Worten, sind Wort der Weisheit. Als erst mein Opa sehr besiegt, glaubt das nicht. Der Winfu verarscht ein Wort der Weisheit. Bei der alten. Ein Deko-Baum. Erster Dungeon. Gleich mal hochklettern. Ich weiß das schon, wo es lang geht. Ja, drüber. Weil es gibt hier weiß nur ein Herz. Sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufklettern. Ja, kann ich, aber da weiß alles schon. Aber wir gehen erstmal dort hinten hin. Jetzt öffne die. Was wohl da drin ist. Es ist. Die Labyrinthkarte. Drücke Start, um sie im Kartenbildschirm anzusehen. Lorem hast du bereits aufgesucht. Der blinkende Raum zeigt deine derzeitige Position. Bewege Ding, um ein Stockwerk auszuwählen.
Yeah. Und rüber. Um eine Tür zu öffnen, stelle ich genau davor und drücke A. Achte auf das blaue Optionssymbol. Er befindet sich am oberen Bildschirmrand. Hätte man dort hin sagen sollen. Dachte in seinem Let's Play, glaube ich, zweimal zu. Glaube man nicht gesagt, dass man da A drücken muss an der Tür. Na gut. Wird mir aber nichts passieren. Hier ist die erste Deko. Die müssen wir einfach so besiegen. Hier mit dem C seine Ressource zurücklenken und es einfach an den Anspressen. Am einfachsten geht das, wenn wir hier stehen bleiben und warten, wie er zurückkommt. Vergebung, Herr, du hast. Lässt du mich gehen, bis ich ankam, ist einfach droh. Bringst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung den Ding nach vorn, rollst du dich ab und linderst so den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei der Absprunghöhe klappt. Probier es einfach aus, wenn du Mut hast, ich was finde. Ja, süß auch, das braucht eh keiner mehr. Jetzt können wir da durch. Und es ist. Natur ist. Die Filmsäule. Übrigens, das Menü kannst du sie auf Ding Ding oder Ding platzieren. Drück es hier, um die Schleuder zu benutzen. Also sie uns viele mit Ding. Lass sie los, um Deko-Können abzuschießen. Wenn du sofort schießen willst, halte sie etwas länger gedrückt. Und lass dann los. Dann platzieren die mal, wir sie mal. Wenn ich mal gerade drauf finde, wir. Kann es einfach so machen? Ja, so geht's. Dann benutzen wir sie mal gleich. Auch umgekehrte Steuerung, ich hasse das. Ja, ist. Dann eben mit Navis Hilfe. Meine Güte nochmal. Moment, ich glaube, wir haben was vergessen. Fällt mir so gerade ein. Gut, dass ich gar noch dran gedacht habe. Aber hier hochklettern. Und hier kann man jetzt auch hochklettern. Wie gut, dass mir das gerade nur eingefallen ist. Herz mehr nicht. Ich glaube, in der 3D-Version war hier irgendwas, irgendwie ein bisschen mehr. Bin mir aber jetzt auch nicht sicher. Kann auch sein, dass es auch noch ein Herz war. Hab's ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Aber na gut, wenigstens habe ich es dran gedacht. Ist ja auch mal was. Ja, durch. Und danach. Ich wollte es nicht machen. Zurück. Wollte ich nicht die Slot auswählen. Ab gerade fast im Topf gedrückt mal wieder. Nicht sehr hoch. Am besten die Dinger da umgehen. Ach ja, die greifen an. Ganz vergessen. Na dann. Stirb einfach. Oder Navi macht wieder das lieber. Noch mehr das haben will. Und gleich der nächste. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Ja, schön hochlaufen. Natürlich weiß ich auch schon, was wir hier machen müssen, aber ich glaube, hier gibt es noch so einen Raum. Also, ja, müssen wir rein. Aber ich sehe gerade die Aufnahme zu Ende. Also, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.